Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Dredger. Ja, und ich spiele mit den Perks. Niemand entrinnt den Tod. Korrupte Intervention, Alien-Instinkt und Stromstoß. Warte mal, nee. Oh, ich hätte schwören können, dass ich hier gerade eben eine Person gesehen habe. Vielleicht habe ich mich aber auch einfach verguckt. Ja, vielleicht habe ich mich verguckt. Schade. Okay, ich teleportiere mich direkt. Hier sitzt niemand. Hier ist niemand. Okay, wir schauen nach da. Alien-Instinkt ist ein neues Perk vom Xenomorph. Und hat den Effekt, dass wenn ich jemanden aufhänge, dann sehe ich die Aura des Überlebenden, der verwundet ist und am weitesten von mir entfernt ist. Also ich sehe nur eine Überlebenden-Aura. Was aber ganz cool daran ist, ist, dass die Person auch noch ahnungslos wird. So. Okay. Einmal. Perfekt. Und damit kein Terrorradius hört. So, hallo Kate. Okay. Perfekt. Jetzt haben wir auch direkt die Palette raus. Das ist auch was Schönes. Immerhin, Michaela ist jetzt verwundet, trägt damit zu Nachteinbruch bei. Okay, dort hinten läuft sie noch. Ach, das ist halt so der größte Konter zur Dredger. Einfach weiterlaufen. Weiterlaufen, die Dredger, die macht nichts. Danke dir, Quentin. Du bist vielleicht ein einfacheres Ziel. Spielst mit auf jeden Fall mit schnell und leise. Oder die Sprungsounds sind verbuggt. Das von der Michaela habe ich ja vorhin auch nicht gehört. Okay. Oh, der wäre wichtig gewesen. Der wäre so wichtig gewesen. Aber jetzt immerhin Nachteinbruch aktiv. Ich kann meine Kraft häufiger einsetzen. Bringt mir aber nichts, wenn ich mitten in einer Jagd bin und den Down nicht kriege. Das gibt's nicht, verdammt! Ah, okay. Wird eine knackige Runde, denke ich. Weil die erste Jagd auch zu lange gedauert hat. Perfekt. Das war kein Hit, okay. Er hat zumindest geschrien, aber wahrscheinlich. Naja, wäre auch sowieso ein sehr großzügiger Hit gewesen, der vielleicht so oder so nicht hätte treffen sollen. Aber ich denke, das war hier die Server, die dann gesagt haben, der Hit war so abwegig, Felix, den kriegst du nicht. Und alle sind jetzt geheilt, das heißt, ich krieg nicht mal was von Alien-Instinkt. Okay, immerhin, Haken auf dich. Dort hinten haben wir Mac. Okay. So, hallo Mac. Perfekt. Immerhin bist du mir reingerannt. Okay, niemand hier. Zumindest niemand mehr hier. Mein Vorteil ist halt wirklich, dass ich sie halt hier an einem Ort habe, wo die Palette schon weg ist. Du kommst mit. So, auf die Schulter. Und wenn ich es schaffe, dann auch den Haken hier. Jetzt müsste ich dann Quentin sehen. Hep, der wahrscheinlich geheilt wird und dann zumindest ahnungslos wird. Ja, das bringt mir jetzt halt reichlich wenig, weil er wieder gesund ist und mich sehen kann. Okay, meine Idee war halt wirklich. Hallo Quentin, das ist eine Sackgasse. Einmal. Kommst mit. Oh, schade. Ich konnte irgendwie nicht direkt reinschlagen. Das war mein Plan. So. Hab ich dich? Keine Ahnung, warum er stehen geblieben ist.
Wer weiß, ich nehme es mit. Ich freue mich. Ich brauche den Haken. Hep. Okay, Ehreninstinkt bringt mir jetzt leider wieder nichts. Ich wollte eigentlich wirklich Ehreninstinkt testen, ob ich damit was reißen kann. Aber nicht in der Runde, denke ich. So. Vielleicht eher mit einem Killer, der sehr schnell Verletzungen und Downs macht. Den Gen hier hinten checke ich auch. Hier ist niemand. 1, 2, den habe ich gecheckt. Den war ich schon. Da wurde gerade gerettet. Perfekt. Da tankt jetzt auch die Kate, denke ich. Einmal. Wunderbar. So. Okay, es ist ein Nachteinbruch. Okay, ich krieg eigentlich von jeder Seite Killerinstinkt. So. Schade. Hier war halt kein so optimaler Schrank. Hallo? Nein, ich hing am... an der Wurst fest. Die dort geräuchert ist. Oh. Je schneller ich den down hab, desto... wahrscheinlich ist es, dass ich vielleicht Quentin wiederfinde. Wegen ihren Instinkt. Da könnte mir das Pück jetzt wirklich was bringen. Außer der spielt mit Verzerrung. So, hab. Okay. Er ist dort oben. Und zwar ist er ahnungslos, hört also keinen Herzschlag. Aber mich hat er trotzdem aus dem Schrank gehört. Zugegeben, Tretsche war vielleicht nicht die beste Idee. Hallo. Einmal. Sehr gut. Sie wollte einen Schlag tanken, hat sie. Aber ich brauche ja trotzdem jetzt den Kill, ne? So leid es mir auch tut, Quentin. Hallo. Guter Antäuscher. Oh, der war nice. Hätte wirklich gedacht, dass er springt. Hat er neben, hat er gezündet. Du bist raus. Ja, jetzt sehe ich immerhin Mac gleich. Und kann vielleicht damit eine neue Jagd starten. Hep. So, Mac ist dort oben. Und hat Adrenalin, natürlich. Einmal. Aber ich habe Noed. Ich habe es komplett vergessen. Du kommst mit, Mac. Hier ist kein Haken, der schnell genug ist. Der hier. Soll es sein. Hep. Okay. So, hallo ihr beiden. Einmal. Du kommst mit. Jetzt muss die andere eine Wahl treffen. Weil ich sie sonst bekomme. Bekomme ich. Huff. Ich sag so wie es ist, wegen Ehreninstinkt habe ich die Runde nicht gewonnen. Ich glaube, hier scheint wirklich ein ganz anderes Perk diese Runde entschieden zu haben. ja, Noed, ne? Oh, es ist immer wieder schön, Noed mitzunehmen. Und dann sich schön die Leute zu holen. 3 Kills habe ich bekommen. Die dort oben, jetzt hier die beiden beim Tor, weil sie nicht rechtzeitig da waren. Und Nachteinbruch war sogar noch an, also ich war schnell da. Lecker Schmecker. Oh, fühlt sich wirklich böse an. Aber auf der anderen Seite, ich bin eine arme Tretsche. Ich nehme mit, was ich krieg. Hast du Befreiung? Nee, oder? Das tust du mir jetzt nicht an. Könnte ich dich bodyblocken? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, die hat Befreiung. Jetzt würde sie... wahrscheinlich...
Okay, sie hat keine Befreiung. Okay. So. Sie hat jetzt insgesamt 10 Sekunden. Aber das reicht nicht. Hui. Wie ist es, als ob die Runde nicht schon anstrengend genug wäre? Springt die letzte auch noch vom Haken. Ja, naja. Ich weiß nicht, ich glaube, Eheninstinkt hat mir nicht so viel gebracht. Ich glaube, größere Dienste hätte mir wahrscheinlich irgendwie korrupte Intervention oder vielleicht Sackgasse geleistet. Perks, die irgendwie passiv die Generatoren verlangsamen, weil zu Haken bin ich die Runde auch nicht gekommen. Ja, die Überlebenden haben wirklich einfach besser gespielt, die Runde. Außer im Endgame. Aber gut, da wurden sie halt von einem Perk gedampfrollt. Aber auf der anderen Seite, Adrenalin dort oben hätte mir auch einen Haken gekostet. Also manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, wenn man Endgame-Perks spielt. Ich hatte zum Glück das Stärkere in dem Moment. So, okay. Aufgabe mit der Strategie geschafft. Perfekt. Und die andere Aufgabe haben wir auch wunderbar geschafft. So. Double Pip. Und das waren meine Überlebenden. Good game. Well played. So, keine Ahnung, was die hier meinen. Ich sehe keine Namen, aber wahrscheinlich heißt einer Validation. Weiß ich nicht. Na gut, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Wir haben leider kein gutes Bild über Eheninstinkt bekommen, aber vielleicht kriegen wir das noch. Und ja, lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!